komm, ich bin Rolf Fuß und neben mir ist Hansi Küpper, der mit seinem Sachverstand das Spiel heute mit analysieren wird. Hallo Wolf, hallo allerseits, ich habe mich schon auf dieses Spiel gefreut. Fabian Cubero. Sebastian Dominguez. Jetzt ist Übersicht gefragt. Er
schickt ihn an die Grundlinie. Und der Schiedsrichter gibt Abstoß. Fabian Cubero. Mannschaftsleistung, defensiv wie offensiv, und dafür wurde das Team belohnt. Der Anpfiff eröffnet diese zweite Hälfte. Das bedeutet Einwurf. Leider versucht er die Abwehr zu überlupfen. Zum Abschluss kommen. Ein Kopfball. Vorbei. Wenn auch nur um Haaresbreite. Ein Dämpfer wenig verzogen. Wirklich Pech gehabt. Mutig, mutig. Sie suchen den Abschluss. Wenn es hier so weitergeht, gibt es eine unterhaltsame zweite Halbzeit. Die nächste sehen. Mauro Zárate. Zárate. Treffer versenkt. Jetzt liegen sie mit zwei Toren vorn. Ja, ist dann schon wieder Weihnachten. Sind wir hier beim Wintersport? Sind wir beim Slalomlauf? Oder ist das hier wirklich Fußball? Sensationell! Fest, mit diesem Vorsprung im Rücken müssen sie schon eine Menge falsch machen, um am Ende diese Partie nicht zu gewinnen. Fernando Tobi. Lucas Romero. Prato. Fabio Cubero. Agustin Leone. Thank you.
Richtung Tor. Heftig weggedroschen. Und um die Ecke kümmert sich Hector Campeón. Gemacht. Sie haben den Gegner unter Druck gesetzt. Jetzt gilt es, die Verunsicherung beim Gegner auszunutzen. Noch 15 Minuten zu gehen. Hector Campeón. Zufrieden sein. Am Ende zählt doch allein
das Ergebnis. Ein Fußballspiel voller Hingabe, voller Leidenschaft, einige Aktionen schlicht und einfach sensationell.